Morgen, liebe Leser von championsteam.de. Heute nutzen wir die Möglichkeit und stellen Ihnen eine in England sehr populäre Angelmethode vor. Das Angeln mit dem Liquidus Red and Red Punch. Jason Greatrix wird Ihnen das notwendige Wissen über die Herstellung des Liquidus Red und des Red Punches vermitteln. Jason ist mit dieser Angelmethode aufgewachsen. Es empfiehlt sich also, aufmerksam zuzuhören. Ja, vielen Dank, Micha. Bevor wir beginnen, ich wollte nur sagen, da kommt ein paar Berichte auf Champions Team. So, ich will nicht richtig in Detail gehen hier. Ich will nur zeigen, wie das Boot vorbereitet wird. Und ja, lass uns gucken erstmal, was wir alles brauchen. The Liquidized Bread. Erstmal das Richtigste, the Liquidizer. So heißt das auf Englisch, es ist ein Mixer. Und da kommt die Name, Liquidized Bread. Hat nichts zu tun mit Flüssigkeit, wie manche denken. Es ist nur, weil das Brot in den Liquidizer kommt. Dann haben wir hier eine Pinky Sieb, eine kleine Mesche, das mit Container. Hier haben wir eine Messer, Brettchen, Nudelholz. Dann haben wir hier drei verschiedene Brot. Das ist Sandwichbrot und kein Toastbrot, das ist ganz wichtig. Und ich habe die vom Supermarkt gestern gekauft. Eigentlich die Marke ist egal, man sagt, the billiger, the besser. Hier habe ich Plastiktüten, die wird benutzt nachher zu transportieren, das Liquidized Brot zum Angelplatz oder in Gefriertour zu packen für spätere Angelzeiten. Zu Schluss haben wir hier the Bread Punches selber, mehr dazu nachher. So, wir wollen drei verschiedene Brot testen heute. Für den Videobericht werde ich nur die eine erstmal mischen und dann zwischendurch mixe ich die andere zwei und wir können gucken, wie die verschiedenen Boote reagieren in unser Aquarium. So, komm mal ein bisschen dichter dran und wir wollen anfangen. So, wir nehmen erstmal vier Scheiben. Man sagt, man kann die Rand dran lassen. Ich würde nur die Rand dran lassen, wenn wir auf große Fische angeln wollen, Dübel am Fluss. Es macht die Mischung ein bisschen grober, aber für heute, wir nehmen die Rande ab. Ist optimal für Brotaugen, Kleinfisch am Kanal, ohne Rand. So. Die schneiden wir weg. So. Noch da. Dann einfach mit der Hand ein bisschen auseinanderreißen für den Liquidizer. So. 30 Sekunden sollte reichen. Ich mache noch nicht an, dass ich reden kann. 30 Sekunden. Ich würde ein bisschen schütteln, den Liquidizer, dass das Brot runterkommt, von oben nach unten kommt. So, wir lassen das jetzt 30 Sekunden laufen. Soll erstmal reichen. Das mache ich immer, wenn Frau nicht zu Hause ist, sonst gibt es Ärger mit solcher Gewalt gegen die Maschine. So, wir jetzt, der Mix kommt auf der Pinky Sieb. Eigentlich muss das Brot von alleine durch das Sieb gehen, ohne zu drücken. So, das grobe Reste würden wir jetzt wieder zurück. Ich denke, 10 Sekunden wird reichen. Zurück in den Liquidizer. Ist nur ein bisschen in diesem Fall. Aber wenn wir ein ganzes Brot mischen, kann das schon sammeln. Das reicht. Ich denke, das wird jetzt von alleine durch das Sieb gehen. Und
Restliche schmeißen wir weg. So, jetzt wie man sieht, wir haben ein ganz fein Loche Brot. Und das wollen wir jetzt frisch halten. Und zwar jetzt packen wir in Plastiktuten. Ich benutze diese Plastiktüte mit der Zip hier oben drauf, finde ich ganz praktisch. So, jetzt wollen wir das Plastiktüte jetzt luftdicht machen. Manche Leute haben diese schöne Maschine, Vakuummaschine, ich nicht. Ich habe einen kleinen Trick. Ich nehme hier einen Strohhalm, mache das Tute fast so, dass wir noch den Strohhalm reinkriegen. Ja. Mache ich so weit zu und wir saugen das Luft raus. Da konnte ich nicht reden. Als ich gesaugt habe, habe ich den Strohhalm mit den Zähnen genommen und in letzter Minute habe ich den Strohhalm rausgezogen und schnell zugeschlossen. Jetzt haben wir eine luftdichte Pakete. Jetzt wollen wir das Brot vorbereiten für Bread Punch. Zuerst gleiches Spiel, ich schneide die Ränder ab. Die brauchen wir gar nichts. So, jetzt gibt es zwei Wege. Wir können die Scheiben jetzt über eine Wasserkocher kurz halten, weil der Dampf ist ein bisschen gefährlich. Ich empfehle 10 Sekunden in der Mikrowelle auf volle Pulle, reicht aus. So, jetzt sind die frisch aus der Mikrowelle, sind noch warm. Ich nehme jetzt Nudelholz und ich rolle die. Ich will die nicht zu fest drücken, nur dass wir ein bisschen platt haben. So, das muss reichen. Dann schneide ich ihn halb. Und die kommt jetzt gleich in eine Plastiktüte. Immer nur zwei Scheiben. Und das gleiche Spiel luftdicht zuschließen. Da haben wir es luftdicht und dann würde ich so 5-6 Scheiben vorbereiten in 5-6 Plastiktüten und dann habe ich immer frische Brot für die Harten. Sobald ich merke, das wird ein bisschen trocken, dann schmeiße ich zu den Enten und nehme die nächste Scheibe. So, jetzt möchte ich zeigen, wie wir das Brot auf dem Haken bekommen. Wir nehmen unsere frische, platt mikrowellte Brot. Hier habe ich einen 6 mm Bread Punch und eine 14er Haken. Ist ein bisschen grob, aber kann ich damit besser zeigen, denke ich heute. Punch drehen, dass wir Brot hier reinbekommt. Hier an der Seite ist eine Schlitz zu sehen. Da gehen wir rein von hinten. Und bringe das Brot auf den Haken. So. So, liebe Leser von ChampionTeam.de, ich denke, Jason konnte Ihnen einen kurzen Einblick in die Zubereitung von Liquidized Bread und Bread Punch geben. Wir werden diese kleine Serie zum Thema Bread Punch und Liquidized Bread mit einem Praxisbericht sowie einem Abschlussbericht mit Tipps und Tricks zum Nutzen von Bread Punch und Liquidized Bread abschließen. Nutzen Sie die Tage und trainieren Sie zu Hause doch die Zubereitung von Bread Punch. Es ist nicht ganz einfach, aber ich denke, für weniger Geld kann man einen attraktiven Köder kaum erwerben.